Was geht, meine Freunde? Hier ist wieder Luca, euer Lost Baller. Wir sind beim ersten TOTS Rewards Video angekommen. Jetzt geht's richtig ab. Das erste Mal, dass sich Rewards richtig lohnen. Wir sagen es einfach so, wie es ist. Für mich das ganze Jahr scheiße. Es gab den Ronaldo Red Pick letzte Woche oder vorletzte Woche. Kann man zu den Rewards zählen, weil ich die roten dafür holen musste. Kann man aber auch nicht zu den Rewards zählen. Jeder wie er will. Aber jetzt geht's richtig ab. Rote Player Picks, TOTS ohne Ende. Aus diesem Grund habe ich die Weekend League auch durchgespielt. Wer das Video am Dienstag schon gesehen hat, der weiß es. Wir haben Gold 1 erreicht. Wer jetzt gerade hier guckt. Wow! Wer jetzt gerade hier guckt, der weiß auch, dass wir Gold 1 sind. Aber ich wollte euch nur noch mal sagen: guckt das Video am Dienstag. Ist ein super Streifen geworden. 20-8, wie immer. Wir werden auf jeden Fall noch einmal Elite holen. Ich weiß es ganz genau. Vor allem, wenn die Teams besser werden. Die gegnerischen Teams werden auch nicht leichter, aber. Es geht ums Groß und Ganze. Wir starten direkt rein. Es gibt ein paar, die ich mir wünsche. Wan-Bissaka. Have you ever had a dream that you had you could do so much you could do anything? Mehr fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber wenn ich ihn sehe, dann fällt er mir bestimmt wieder ein. Deshalb gehen wir ohne lang zu schnacken einfach rein. 3, 2, 1. Wir bekommen... Ich glaube, wir gehen mit einem Kunku rein. Kann immer mal... Das ist besser als ein Tor, was sagen wir so, wie es ist. Ich habe halt schon Yashin. Ein Kunku. Und wir kriegen Leon Bailey als Sub, super, nimm mal mit. Ein Kunku Bailey, ein Kunku gab es ja aber auch gefühlt auch garantiert aus dem Totspack. Außer natürlich bei mir. Was ich aus den Totspacks gezogen habe, seht ihr beim Vergangenheits-Luca. Hier kommt er. Wir haben Dienstag, EFL garantierte TOTS. Es ist egal, was hier rauskommt, kann nur ein 85er TOTS sein, kann auch ein 91er sein. Ich möchte euch nur sagen, nehmt das auf jeden Fall mit. Ihr müsst ein 82er Team ab. Das wird jetzt jede Woche mit diesem schlechteren Team kommen. Ich denke auch, es kommt noch ein garantiertes zum Community und dann zum Premier League oder auch immer. Aber dieses hier, nimmt es auf jeden Fall mit 82er Team für mindestens ein 85er Abfahrt. Ja, wir haben TOTS, England, Stürmer und das ist ein sehr guter, ich weiß nicht welcher von beiden. Tony, guckt euch die Sets an, das ist so, aber ich werde ihn wahrscheinlich trotzdem in die Icon SPC geben, aber so einfach für ein 82er Team, ganz einfach kam der da raus. So Männer, wie versprochen, Community TOTS ist da, ich habe euch gesagt, für ein 82er Team, also wir sind jetzt immer noch in der Vergangenheit. Und vielleicht ist das bis dahin schon abgelaufen, aber ihr wisst es natürlich. 82er Team mitnehmen für das schlechtere TOTS Pack. Und einen Tag später kommt dann das bessere TOTS Pack, wo man TOTS braucht. So haben wir uns das jetzt erdribbelt für quasi umsonst. Community TOTS. Why the fuck you lying? Why you always lying? Für quasi umsonst. Das Pack hier und das 10 seltene Spieler 83 Plus wird am Freitag im Stream geöffnet. Wird ein Dual-Stream mit El Papi Chulo, die Bandis, mit Emilio. Dual-Stream machen wir, gehen wir rein. TOTS werden einige gezogen, ist ja ganz klar. Checkt das dann gerne ab. twitch.tv/LostBaller. YT. So, wir starten einfach rein mit einem seltenen Megapack. Ich erhoffe mir hier jetzt natürlich ein paar mehr Walkouts, weil wir TOTS haben, so, das ist ja ganz logisch, ne? Und wir starten natürlich nicht mit einem Walkout rein, aber ist auch egal, da wird auf jeden Fall noch ein TOTS kommen. Starten mit Tony Martial. So, weiter geht's mit dem nächsten seltenen Megapack. Ich bin gespannt, wie man TOTS, Junge. Ah, stand jetzt, sind die noch nicht so super. Schade. Es wird eine Uniform. Claudio Bravo.
An sich ist das Pack nicht schlecht. Werden wir jetzt noch im September oder Oktober oder so. Das Spiel kam ja ein bisschen später raus. Jetzt kommt nämlich der erste Tot im dritten seltenen Megapack. Mark My Words. War natürlich nur ein Witz. Ab zum nächsten Pack. Letztes seltene Megapack geht auf. Und da ist der Tots. War natürlich auf das Pack hier bezogen und jetzt macht Big Bambi Sucker. Come on. Was ist denn das? Honeyman. Ist in Ordnung. Honeyman, super Name. Und jetzt haben wir noch natürlich 200k Packs. Da wird's krachen. Wir gehen rein ins erste. Abfahrt. Jetzt mal ein großer Tots. Come on, ey. Das ist ein Walkout. Das ist ein Tots. Schaller so richtig rein, wie am Holland. Ich weiß nicht, wer es ist. Krul. Tim Krul. Naja, das ist jetzt nicht der Beste aller Tots, ne? Tim Krul. Wir gucken mal, was dahinter ist, so. Thomas Müller und das war's. Krul und Müller. Nehmen wir natürlich mit. Zwei Walkouts im 100k Set. So, wir gehen rein ins letzte Packs. Hä? Was? Ach, nochmal an alles erinnern. Genau, Freunde. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Abo da lassen, um nichts mehr zu verpassen. Habt ihr aber eigentlich schon im letzten Video. Falls ihr das nicht geguckt habt, letztes Video gucken. Und dann Stream nicht verpassen. Freitag, Stream. Hier auf den Kanal. Also nicht auf den, sondern auf Twitch. Und dann noch ein Like, einfach nur, damit es cool ist. Und in den Kommentaren, falls ihr was Cooles gezogen habt, interessiert mich auch. Ist ja ganz klar. Letztes 100k Pack. Wir haben natürlich einen Walkout. Wir haben keinen Tots. Ist das ein Inform oder eine Ikone? Wir haben einen Inform. David Klaassen. Das ist der David Klaassen. Das ist der David Klaassen. Ein Frikandel Spezial für David Klaassen. Super Typ. Super Typ. Dahinter haben wir noch, naja. So, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, ihr wisst, was zu tun ist. Neben den 83-Plus-Dingern und so gibt's im nächsten, gibt's im Stream am Freitag auch das Stürmer-Icon-Upgrade-Pack. Muss ich kurz wirken lassen, ist big. Dann auch noch hier 86-Doppel-Upgrade. Nehmen wir auch alles mit, nehmen wir alles mit. Und dann haben wir einen super Stream am Freitag. Ihr habt noch einen schönen Tag.